Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, die ersten Sonnenstrahlen grüßen. Es geht starker Wind und naja, über die Bewölkung, glaube ich, brauche ich nichts sagen. Schaut nach Regen aus oder auch nicht. Wir werden sehen. Es wird auf jeden Fall wunderbar sein und großartiger Tag heute. Man spürt natürlich, der Herbst naht mit großen Schritten. Wir waren stehen geblieben bei unserem persönlichen inneren Wachstum. All diese Prozesse, die wir durchgemacht haben, diese schweren Prozesse, diese Prozesse der Depression, ja, der Depression, man kann es so ganz einfach sagen. In dem Moment, wo man von dem Stadium des Wohlfühlens herausgebracht wird, ist, würde ich sagen, die Depression die ganz normale Schlussfolgerung, ja. Ganz normale Reaktion auf solche Erfahrungen. Und ich würde sagen, ja, diese Erfahrungen mussten wir alle sozusagen durchmachen. Und wie ich es im dritten Teil auch erwähnt habe, dass wir diejenigen sind, die jetzt unsere früheren Inkarnationen auch erlösen werden. Das heißt, wir arbeiten jetzt auch unsere früheren Leben auf. Sehr, sehr spannende Überlegung, wenn ich jetzt zum Beispiel davon ausgehe, dass es keine Zeit gibt. Also das heißt, dass Zeit ein Modell ist, eine Fiktion ist. Gut, ich meine, das ist jetzt vielleicht in diesem Zeitpunkt ein bisschen schwierig, aber dann würde das bedeuten, dass wir synchron alle unsere früheren Erfahrungen erlösen. Und ich würde sagen, das ist ein lohnender Prozess. Und was kann man hier machen? Weil eines ist klar, dass nicht jeder, ja, nicht jeder jahrelang jetzt Therapie machen kann oder Nabelschau betreiben kann oder was auch immer. Ich glaube, schon ein sehr, sehr großer, was heißt, ich weiß, dass ein sehr wichtiger Prozess in diesem Zusammenhang einfach das Fühlen ist, ja. Das einfache, ich will es ja nicht als banal bezeichnen, aber das Fühlen, dass du wieder Zugang zu deinen Gefühlen bekommst, ja. Also das heißt, dass du auch dir deiner Gefühle nicht nur bewusst bist, sondern dass du ganz einfach auch in die Gefühle hineingehst, ja. Also das heißt, wenn dir etwas gefällt, ja, dass du es einfach einmal genießt, dass du das Wohlgefühl genießt. Ich kann nur von mir in dem Zusammenhang sprechen, das heißt, bei mir war es so, es hat mir etwas gefallen, ja, es war angenehm und ich bin weitergegangen. Ja, ich bin einfach weitergegangen und habe es ignoriert. Hätte meiner Seele aber sehr gut getan, wenn ich jetzt in diesen Gefühlen drinnen geblieben wäre. Und ich glaube, je intensiver wir jetzt auch in, in positive Gefühle gehen, je intensiver wir da drinnen sind, würde ich sagen, desto größer ist auch der Beitrag, den wir für das Erwachen, sagen wir so, der Menschheit leisten können. Wir haben jetzt, wie wir das beobachtet haben in den letzten beiden Jahren, starke Polarisationseffekte, starke Polarisationsgeschehnisse. Ein gewisser Teil der Menschheit hat gesagt, für mich ist das jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu viel. Ich nehme mich da heraus. Das heißt, wie das Spiel dann ausgeht, weiß ich nicht. Und ein großer Teil der Bevölkerung hat gesagt, dazu gehören wir. Ich nehme die Herausforderung an und wir arbeiten jetzt gemeinsam an dem großen Projekt der Rückkehr sozusagen, naja, sagen wir mal ganz vermessen, ins Paradies. Ja, ist vielleicht ein bisschen eine vermessene Formulierung, aber wir kehren zurück sozusagen in paradiesische Zustände. Was bedeuten paradiesische Zustände? Ich würde sagen, es bedeutet die Rückkehr zum Wohlfühlen, das Wohlgefühl. Wovon hängt Wohlgefühl ab? Hängt Wohlgefühl ab von deiner sozialen Stellung? Naja, vielleicht nach außen hin, ja. Aber nach innen hin musst du die soziale Stellung ständig verteidigen. Du musst besser sein als die Rivalen, du musst Konkurrenten sozusagen, wenn es geht, aus dem Rennen werfen, das heißt aus der Firma rausschmeißen. Du musst immer aufpassen, du musst immer vorsichtig sein. Wohlfühlen ist sozusagen ein Zustand, der meines Erachtens von Äußerlichkeiten gar nicht abhängen kann. Ja? Das Wohlfühlen ist nur du in dir. Und wenn du dich in
dir wieder wohlfühlst, wenn du sozusagen mit dir wieder im Reinen bist, dann wird dir in der Außenwelt auch nichts Negatives mehr begegnen können. Du weißt ja, das Gesetz der Resonanz, so wie es in unserem Inneren aussieht, das ist dann auch jene Welt, die uns in der Außenwelt begegnet. Also das ist irgendwie logisch, ja. Es ist irgendwie logisch, wird aber von der Wissenschaft natürlich strikt abgelehnt, sozusagen, so als ob wir keinen Einfluss hätten, als ob wir keine Macht hätten. Natürlich haben wir Macht, ja. Ein Mensch, der sehr positiv denkt, der heiter ist, der sozusagen gelöst ist, der wird ein angenehmes Leben führen, weil er entspannt und ruhig ist. Ein Mensch, der verkrampft ist, der voll Angst ist, der voll Sorge ist. Na, was wird so ein Mensch für ein Leben führen? Na, wahrscheinlich so eines, wie es zum Beispiel ich geführt habe. Ich möchte jetzt dir nicht den Vorwurf machen, ja, aber ich kann mich an mich erinnern. Mein Leben war sozusagen ein langjähriger Abwehrkampf. Ich habe überall Bedrohungen gesehen, aber da waren keine Bedrohungen. Ich habe sozusagen in dieser aktiven Phantombildung gelebt, dass ich sozusagen in der Außenwelt immer Gefahr gesehen habe, aber da war keine. Diese Gefahr war nur in meinem Kopf. Und interessant, durch mein, sagen wir es mal so, verspanntes, verkrampftes Auftreten in der Außenwelt habe ich dann möglicherweise andere Menschen auch verunsichert und der hat sich, weil er sich vielleicht von mir bedroht hat, weil er gesagt hat, aha, der ist angespannt, na dann gehe ich auch in die Anspannung. Das heißt, und wenn das nur für den Zeitpunkt oder Zeitraum der Begegnung war. Das heißt, er begegnet mir auf der Straße, ist selber kurz angespannt, schaut ernst rein. So, der Wind wird jetzt kriminell. Da muss ich mir was einfallen lassen. Der Wind kommt jetzt von überall. Ich schaue immer, dass ich aus dem Wind herausgehe, deswegen meine merkwürdigen Wanderbewegungen. Ja? Und sei es nur, dass der für ein paar Sekunden verspannt war, weil er mir begegnet ist und natürlich auch mein Energiefeld gerastert hat. Ist ja logisch, oder? Das heißt, für mich war es dann so, aha, schon wieder eine Bedrohung. Schon wieder eine Bedrohung. Ja? Das heißt, mein Vorurteilssystem hat Recht bekommen. Naja, die selbsterfüllende Prophezeiung. Ich habe Verspannung ausgesendet, mir ist Verspannung zurückgespiegelt worden und dann, der an mir vorbeigegangen ist, der ist nach ein paar Sekunden wieder entspannt gewesen, aber das habe ich nicht mehr mitgekriegt. Ich habe nur den kleinen Moment seiner Anspannung beobachtet und habe das natürlich sofort in mein Vorurteilsstruktursystem so eingebaut. Aha, Recht hast gehabt, dass du vorsichtig und angespannt bist, weil der war auch angespannt, aber dass ich die Ursache war, ja, das habe ich nicht erkannt. Ja. Da gibt es diesen legendär lächerlichen Witz, du weißt, Achtung, Verkehrsdurchsage, düdelü, Achtung, auf der A1 kommt ihnen ein Geisterfahrer entgegen und der das Radio, der Radiomeldung hört, sagt, was heißt einer? Hunderte. Ja. Wir erkennen nicht, dass wir selber das Epizentrum unserer Wahrnehmung sind, dass wir sozusagen die Ursache unseres Schicksales sind. Das bedeutet, wenn wir unsere Kindheitsthemen quasi erlösen und erlösen kann man sie, indem man sie zunächst einmal akzeptiert, dass sie so sind und dass man sagt, ich liebe mich, ich mag mich, ich schätze mich, ich bin sozusagen vollkommen in Ordnung, wie ich bin. Und aus der damaligen Perspektive heraus waren das innerhalb meiner Sippe die sogenannten erwünschten oder erforderten Überlebensstrategien, weil, du weißt, ein Kind ist Weltmeister im Überleben und ein Kind macht alles, ja, wirklich, Betonung liegt auf alles, was die Sippe von ihm verlangt, damit es am Leben bleibt. Siehst du, Kinder sind sozusagen diejenigen, die tatsächlich lieben, wie das ja auch Alice Miller in ihren Büchern immer wieder betont hat, dass sozusagen die Liebe der Kinder zu den Müttern um ein Vielfaches größer ist als umgekehrt. Aber wie gesagt, so weit ist die Psychologie meines Wissens noch nicht, obwohl sozusagen Alice Miller hier ja aus dem Bereich der Psychologie kommt, aber sie wurde auch immer schön drauf ausgeladen, das heißt, sie war eine Persona non grata.
Ja, ich wusste gar nicht, dass wir von hier aus so viele Vogelschredder sehen können. Unglaublich. Wer hätte das gedacht? Wie viele Milliarden wurden hier versenkt? Ja, wie viele unnütze Ausgaben haben wir hier für, wie sagt man, reinste, ja, Takatuka-Länder? Spinnereien, aber es ist egal. So sind die Dinge, wie sie sind. Und ich weiß nicht, ob es gut so ist, wie es ist, aber es ist so, wie es ist. Gut, auch dies geht vorüber. Wie gesagt, ich möchte heute nicht allzu viel machen. Ich würde sagen, 5 Teile sind mehr als ausreichend. Und naja, wir sind mitten im Prozess. Wir sind mitten in einer ganz, ganz großartigen kollektiven Erfahrung. Und es ist eine Aufbruchsstimmung zu sehen, die bombastisch ist. Ich glaube, das System hat erhofft, dass wir jetzt in eine Art kollektive Depression verfallen und uns sozusagen der Transhumanism Agenda willenlos hingeben. Aber leider haben sie sich dadurch beide Knie geschossen. Der Schuss geht gewaltig nach hinten los. Wir wissen, was läuft. Wir wissen, dass hier die Alien Agenda dahinter steckt. Wir wissen, dass es nicht menschlicher Provenienz ist. Ja, natürlich. Was denn sonst, oder? Was denn sonst? Für uns Menschen geht es darum, unser menschliches Potenzial vollkommen auszuschöpfen sozusagen und nicht irgendwelchen Interessen als Sklaven einer Alien-Agenda zu dienen. Das, glaube ich, ist sicherlich nicht unsere Verheißung. Ganz im Gegenteil. Und ich würde sagen, wir arbeiten mit unserem mentalen Werk unvorstellbar gut. Ja. Wir leisten einen gigantischen Beitrag. Auch wenn du dir immer wieder die Frage stellst, die paar Minuten pro Tag, die sollen etwas bewirken. Ja, die bewirken etwas ganz Gewaltiges. Die bewirken etwas extrem Gutes, weil du weißt, die Herzenergie, Faktor 5000, ja, hat damals Greg Braden aufgezeigt. Und zwar ist die Herzensenergie um den Faktor ca. 5000 Mal stärker als die Verstandesenergie. Deswegen bitte immer wieder in die Liebesenergie gehen, auch in die Energie der Freude. Das heißt, schau, dass du einfach immer wieder in positive Energien gehst und beim Visualisieren heute 19.50 Uhr, wann du möchtest, um 13 Uhr, um 18 Uhr, vollkommen egal. Hauptsache, du gehst immer wieder in positive Erfolgsbilder, Frieden im Osten und ja, es gibt keine Alternative zum Frieden. Krieg hat noch nie etwas gelöst, außer mehr Leid verursacht. Und das brauchen wir nicht mehr. Und wir bauen natürlich auch mit unseren Friedensgedanken, mit unseren Friedenswünschen für unsere Heimat eine Art Friedensschutz auf. Du kennst ja sicher die Pläne der Dunkelmächte. Ja, ich kenne sie auch, natürlich. Und brauchen wir nicht mehr. Das ist sozusagen, die können sich nach Melmark katapultieren lassen. Für uns ist diese Sache sozusagen gegessen. Wir schauen, dass wir uns wieder in Frieden begeben und unser menschliches Potenzial in Liebe voll öffnen. Der nächste Punkt ist, wie gesagt, die Heilung unserer Mitmenschen, die eben einen Fehler, warum auch immer, begangen haben. Das heißt, auch hier helfen unsere liebevollen Gedanken, unsere liebevollen Energien, den Heilungsprozess zu beschleunigen, beziehungsweise helfen sie auch diesen Menschen bei der Überzeugung auszuleiten. Ja? Auszuleiten. Und ich habe gestern wieder mit einer wundervollen Heilerin aus Deutschland gesprochen, der Monika. Wir sind so ein paar Meter zusammengegangen. Und ja, sie ist eine wunderbare Heilerin und sie sagt, wir können fast alles gänzlich ausleiten. Ja? Also so gut wie alles kommt wieder raus. Also keine Panik. Es ist halt nur das große Problem, dass viele einfach kostbare Zeit verschwenden. Und mit deiner Heilenergie, mit deinen mentalen Energien, kannst du den Heilwillen in denen zum Erwachen bringen. So läuft das Spiel. Und natürlich der dritte Prozess, dass du immer wieder in die Freude gehst, dass du in die Herzensenergie gehst und dass du dich auch in Bildern siehst, wo du sagst, ja, in diesen Bildern bin ich einfach glücklich. Ich will sozusagen in diesen Glücksmomenten leben. Das bestimmst aber du. Ich weise nur noch einmal darauf hin, dass diese Glücksmomente, die Glücksgefühle mit bitte möglichst wenig Äußerlichkeiten in Zusammenhang stehen sollten. Denn du weißt, je weniger Abhängigkeit in der Außenwelt, desto mehr bist du in deiner Freiheit. Gut, ich befreie dich auch schon aus dem 5. Teil, wünsche dir einen großartigen Sonntag und ja, du kannst den Tag wieder nutzen. Wie gesagt, nutz einfach jeden Tag. Du weißt, heute ist der beste Tag deines Lebens. Ende.